Oh Mann, Luis. Ich habe so Panik vor der Klassenarbeit. Ich habe nichts gelernt. Ich meine, ich habe versucht zu lernen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ich hatte keine Zeit. Und Mann, wieso muss das überhaupt so viel Stoff sein, dass wir durchlernen müssen? Ja, Ben, ist doch voll leicht. Ist doch nur Mittelalter und Rittertum und so. Und Ritter sind doch voll cool. Ich finde, das ist voll leicht zu lernen. Und ich meine, wir spielen noch voll oft so Ritterspiele und so. Deshalb, so schwer kann es jetzt gar nicht sein. Und so viel Stoff hat er jetzt kann er gar nicht dran nehmen. Ja, aber was ist auch mit den Wikingern? Er hat doch gesagt, Wikinger kommen auch dran. Und über Wikinger ist doch irgendwie mehr, oder nicht? Also da soll doch noch viel mehr passiert sein. Was? Was? Über Wikinger auch? Das weiß ich gar nicht mehr. Oh nein. Und das soll mehr vorkommen als Mittelalter? Oh nein, habe ich da was falsch verstanden? Oh nein, nicht schon wieder. Oh Mann, jetzt habe ich auch voll die Panik. Luis, was ist, wenn wir beide einfach nicht bestehen? Ich habe keine Lust, nochmal Geschichte zu wiederholen. Das ist voll die wichtige Arbeit. Oh, Luis, was sollen wir machen? Oh Mann, ey. Keine Ahnung. Wenn jetzt nur Mittelalter drankommen würde, wäre es ja kein Problem. Aber auch noch die Wikingerzeit. Oh Mann, das ist doch viel zu viel für eine Arbeit. Hallo, was macht ihr da? Hey Paula, wir versuchen gerade noch die restlichen Sachen zu lernen für die Arbeit gleich. Hast du etwa nicht gelernt? Was hast du denn da? Ist das Thema Wikinger? Das kommt doch gar nicht dran. Was? Na klar, Paula, du hast doch letztens zu mir gesagt, Wikingerzeit kommt dran. Oh, Ben, kannst du mir eigentlich auch mal zuhören? Ich habe gesagt, Wikinger kommt nicht dran. Es kommt nur Mittelalter dran. Also, wenn du alles andere gelernt hast und nur Wikingerzeit nicht gelernt hast, dann bist du gut vorbereitet. Lass dir nichts von Ben erzählen. Was? Wirklich? Dann habe ich doch den richtigen Stoff gelernt. Yes, ich wusste es doch. Oh Mensch, Ben, du verunsicherst mich jedes Mal so. Oh Mann, zum Glück habe ich doch das Richtige gelernt. Und danke, Paula. Das hilft mir sehr, dass du mich nochmal beruhigt hast. Okay, jetzt schreibe ich auf jeden Fall eine 1. Hä? Psst, psst. Luis, bleib mal kurz stehen. Mhm. Ja, was ist denn los, Ben? Du, ich habe einen Plan. Wenn der Lehrer wieder seine Zeitung liest, vielleicht könntest du mir dann Tipps geben. Weil wenn nur Mittelalter kommt, das weißt du ja alles. Und dann kannst du für mich auch mit die Fragen beantworten. Wäre das für dich in Ordnung, wenn du mir da hilfst? Weil wenn du bestehst und ich nicht, dann habe ich keine Lust, alleine alles nachzuholen. Dann muss ich auch wirklich so viel lernen. Und dann dann habe ich auch keine Zeit mehr zu zocken. Das ist voll doof. Dann können wir auch nicht mehr so viel beide zusammen zocken. Was hältst du von deinem Plan? Ja klar, Ben, keine Sorge. Wir kriegen dich durch das Fach schon durchgemogelt irgendwie. Hey, Jungs, trödelt doch nicht so lange. Die Arbeit fängt gleich an. Wir müssen in den Klassenraum gehen. Oh Mann, Luis. Ich bin so nervös. Hoffentlich schaffen wir das alles. Wirklich, ich bin so nervös. Ich habe keine Lust, durchzufallen. Bitte. Ja, keine Sorge. Krieg dich jetzt mal endlich ein und beruhig dich endlich. Also, du darfst jetzt nicht so nervös sein, okay? Wir müssen es ganz cool, so wie immer, machen. Ganz cool bleiben. Ganz, ganz cool. So, Kinder. Ich hoffe, ihr seid alle bereit für die Klassenarbeit, die wir jetzt schreiben. Ich hoffe, ihr habt alle gut gelernt und seid gut vorbereitet. Denn diese Klassenarbeit, die wird jetzt nicht gerade einfach sein. Und wie ich schon gesagt habe, es findet alles über das wunderschöne Mittelalter statt. Und ich bin gespannt auf eure Antworten, ob ihr wirklich alles wisst. Aber wenn ihr wirklich fleißig wart, dann kann jeder von euch die Arbeit bestehen. Das verspreche ich euch. Ach, das sollte ziemlich leicht sein. Das schaffen wir schon. Luis, ich wünsche dir viel Glück. So, Kinder. Ich habe jetzt die Arbeiten ausgeteilt und jetzt auch Ruhe. Also, jeder guckt nur auf sein Blatt. Und wenn ihr Fragen haben solltet, ich sitze da vorne. Ich bin jederzeit für euch da, wenn ihr irgendwelche Fragen aufkommen. Und natürlich, wenn ihr Fragen habt, fragt bloß nicht euren Sitznachbarn. Ja, also, ich glaube eher, Luis, ich werde dich eher fragen, bevor ich den Klassenlehrer frage. So, Ben, hast du noch was mitzuteilen? Wenn nicht, dann jetzt bitte ruhig sein und fangt an. Die Zeit geht jetzt los. Oh, so, jetzt mache ich erstmal meine schöne Zeitung auf. Oh, was gibt's denn für Neuigkeiten hier? Aha, okay. Also, ja, das Haus steht zu Verkauf. Ich könnte eigentlich ein gutes neues Haus gebrauchen. Oh, das sind voll viele gute Fragen. Die habe ich alle sogar gelernt und die kann alle beantworten. Oh, wie cool. Also, das ist auf jeden Fall eine 1. Das wird für mich auf jeden Fall eine 1. Okay,
Okay, jetzt bin ich schon bei Frage 4 und 5. Und die sind ja auch total leicht. Boah, ich bin so schnell. Ich werde der allererste sein, der auch fertig ist und auch alles richtig hat. Oh nein, ich kann gar nichts. Wer war der König in, was, 18, was? Keine Ahnung, keine Ahnung. Und die nächste Frage weiß ich auch nicht. Oh Mann, ich habe wirklich gar keinen Plan. Okay, ich schau mal kurz bei Louis. Vielleicht, ich guck mal kurz zu Louis drüber, aber ich darf mich nicht erwischen lassen. Hm? Boah, Louis ist voll fleißig am Schreiben. Der hat schon so viel beantwortet. Okay, pst, Louis. Ja, was gibt's denn? Kannst du mir die Frage 1 sagen? Ja, das ist, du musst B ankreuzen. Antwort B ist richtig. Was? D? Antwort D? Nein, Antwort B. B für Bertha. Ah, okay, ja. Danke. Und was ist mit Frage 2? Was muss ich da hinschreiben? Da hatte ich wohl einen Kloß im Hals. Ich habe mich kurz erschrocken. Der Lehrer hat Guss. Das war nur Nöse. Der hat uns nicht erwischt. Okay. Was? Bei Frage 2? Du musst ein bisschen mehr schreiben. Ich kann dir das jetzt nicht so sagen. Okay, weißt du was? Ich hab meine Arbeit schon fast fertig. Ich muss nur noch 2 Fragen beantworten. Ich hab einen Plan. Warte kurz. Okay, so, ich habe jetzt meine Fragen beantwortet. Okay, wir müssen... Wir tauschen schnell die Klassenarbeit. Gib mir deine Klassenarbeit. Okay, keine Sorge, Ben. Ich löse für dich alle Aufgaben. Hat da jemand geredet? Ich habe da doch gerade jemanden reden gehört. Nein? Okay, alles klar. Ich schau mal kurz auf die Uhr. Oh, jetzt müsst ihr aber schnell machen. Ihr habt nur noch 10 Minuten Zeit. Ah, okay, ja, 10 Minuten, das schaffe ich. Jetzt nochmal Vollgas geben hier, okay. Da die Antwort, okay, und da auch noch. Ja, gar kein Problem. Ben, ich hole dir auch eine 1. Okay, jetzt bin ich hier schon bei Frage 6. Okay, das ist gut. Oh, jetzt wieder so ein etwas längerer Text schreiben. Okay, gar kein Problem. So, Kinder, die Zeit ist nun um. Stifte weg und die Blätter wieder umdrehen. Und ihr kennt's ja schon. Stapelt alle Blätter bitte auf und ab nach vorne. Ja, okay, ist erledigt. Paula, du kannst mir deinen Stapel nach vorne geben. So, wir sind fertig. Hier ist der ganze Stapel. Okay, Kinder, ich werde die Arbeit schnell kontrollieren, so damit ihr die Note schnell habt und wisst, ob ihr bestanden habt oder nicht bestanden habt. Aber ich gehe davon aus, denn ihr seid ja alle fleißige Kinder, nicht wahr? Oh, Louis, das hat geklappt. Konntest du meine Fragen alle richtig beantworten? Ja, na klar, was denkst du denn? Aber wir dürfen nicht so laut sein. Ich hab nur leider 2, 3 Fragen nicht mehr geschafft, weil die Zeit nicht mehr ausgereicht hat. Aber du bekommst bestimmt eine 2. Also die anderen waren ja alle richtig, aber das bekommst du auf jeden Fall. Und du wirst auf jeden Fall bestehen, das verspreche ich dir. Ha, wir haben es geschafft, Ben. Oh, danke, Louis, du bist der allerbeste Freund, den ich mir jemals wünschen kann. Du bist so cool, dankeschön und so schlau, haha. Oh Mann, Ben, du hast echt froh, dass du so einen Freund hast wie Louis. Das hätte auch echt schief gehen können. Ich habe ja auch viel gelernt und ich meine, du hast mir auch sehr dabei geholfen. Danke nochmal, Paula, dass du mir auch noch gesagt hast, dass welcher Stoff drankommt. Ach, habe ich doch gerne gemacht, Louis. Was, Paula? Du hast mit Louis gelernt, aber mir sagst du das Falsche? Oh Mann, wieso hast du nicht mit mir auch gelernt? Ach Ben, weil Louis eben mein Freund ist, wir sind zusammen, wie du weißt. Und du hast sowieso nur die ganze Zeit gezockt, das war dir doch egal mit der Arbeit. Ja, und außerdem habe ich dir jetzt für dich geschrieben, das heißt, du wirst ja auch bestehen. Boah, also ich bin schon mega gespannt, ob wir jetzt heute schon die Arbeiten zurückbekommen, weil unser Lehrer hat ja gemeint, dass wir die heute wiederbekommen oder er versucht, die so schnell wie möglich zu korrigieren. Was meinst du denn, Paula? Ach, bestimmt bekommen wir die heute schon wieder. Aber sag mal, wo ist eigentlich Louis? Hey Leute, na, alles klar bei euch? Seid ihr auch so gut drauf wie ich? Hm? Ja, klar, also so normal drauf sind wir halt. Warum bist du denn so gut drauf? Naja, also ich glaube, wir kriegen heute unsere Arbeiten wieder und ich bin bereit, meine 1 abzuholen. Deshalb. Okay, also du bist dir sicher, dass du eine 1 bekommst? Freut mich für dich. Ja, Logo, ich meine... Ich habe keine Lust, die Arbeit nochmal zu wiederholen. Und ich meine, ich konnte jede Frage beantworten. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir auch alle bestehen. Gerade weil ich ja auch für Ben die Arbeit geschrieben habe. Und Paula,
Du weißt ja eh alles über das Mittelalter, von daher. Oh ja, hoffentlich bekommen wir die heute wieder. Ich freue mich auch schon. Oh, okay, es klingelt. Lass schnell hoch, lass den Unterricht. Okay, das wundert mich jetzt schon. Anscheinend seid ihr super motiviert, wenn ihr gute Noten schreibt. Guten Morgen, Kinder. Ja, wie versprochen, habe ich eure Klassenarbeiten dabei. Und ich muss sagen, jeder von euch hat eine sehr gute Note. Also, es gibt keinen, der durchgefallen ist. Und das freut mich so sehr für euch. Da, ich habe es doch gesagt, wenn ihr ordentlich lernt und fleißig seid, wird jeder diese Klassenarbeit bestehen. Also, ich werde jetzt die Klassenarbeiten austeilen und zu jedem etwas dazu sagen. Yay, wir haben alle bestanden. Voll cool. Ja, ja, Luis, wir haben bestanden. So, ich teile jetzt die Klassenarbeiten aus. Ich fange hinten wieder an. So, Paula, du hast eine sehr gute Note geschrieben. Das ist eine 1. Das hast du dir auch sehr verdient. Du hast keinen einzigen Fehler gemacht. Hier, Melanie, du hast auch eine gute Note. Bei dir ist es eine 2 geworden. So, dann gehen wir jetzt mal nach vorne. Okay, Ben, für deine Klassenarbeit ist die nächste. Du hast eine 3 und das reicht auf jeden Fall zum Bestehen. Also, herzlichen Glückwunsch, Ben. Du hast dich wirklich gut gemacht. Ja, ja, boah, voll gut. Ja, ich habe wirklich, ich war sehr fleißig und habe sehr, sehr viel gelernt. Ja, das freut mich natürlich, wenn du endlich mal für Geschichte lernst, weil du warst ja in Geschichte nie so gut, aber jetzt hast du eine 3. Das hast du dir wirklich verdient. Yeah, danke schön. Also, ja, wie gesagt, ich war auch mega fleißig und der Test war auch gar nicht mal so leicht. So, Luis, jetzt kommen wir mal zu dir. Also, bei dir habe ich schlechte Neuigkeiten. Ja, bekomme ich jetzt meine 1? Moment. Sie haben gesagt, schlechte Neuigkeiten? Was soll das denn heißen? Schlechte Neuigkeiten. Ja, also, als ich die Klassenarbeiten korrigieren wollte, habe ich deine Arbeit nicht gefunden. Was? Meine Arbeit nicht gefunden? Wie kann das denn sein? Ich hab sicher eine 1 geschrieben. Das kann doch nicht sein, dass Sie meine Klassenarbeit verloren haben. Ich habe die nicht verloren, aber, die ist einfach nicht aufgetaucht. Ja, bist du sicher, dass du die abgegeben hast? Also, ich habe die nirgends gefunden. Also, ich habe überall nochmal geguckt, im Klassenzimmer, in meinem Fach, im Lehrerzimmer, in meinem Fach und zu Hause, in meiner Tasche. Ich habe überall geschaut, aber ich habe sie nicht gefunden. Ja, Luis, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, dass du die Arbeit nochmal neu schreiben musst. Was? Auf gar keinen Fall! Okay, oder es gibt noch eine andere Möglichkeit und zwar, du könntest natürlich die Arbeit mündlich nachholen. Das heißt, ich stelle dir einfach 10 Fragen und die musst du dann einfach beantworten, ohne noch einmal so eine lange Klassenarbeit zu schreiben. Was? Sie haben meine Arbeit verloren. Das heißt, ich mache hier nicht nochmal und nicht nochmal eine Arbeit. Und außerdem ist es ja gar nicht meine Schuld. Und wie gesagt, ich war so gut vorbereitet und das war eine 1. Das war sicherlich eine 1. Naja, Luis, wenn du dir so sicher bist, dann kannst du die Arbeit ja wiederholen. Was? Nein, auf gar keinen Fall. Ich mach das nicht nochmal mit. Nein, nein, ich hab das außerdem alles schon wieder vergessen. Ich merke mir das doch nicht für immer. Ich hab mir das für einmal jetzt gemerkt, aber das war's dann auch. Und, oh Mann, das ist doch unfair. Wieso muss mir das doch passieren? Ich war doch so gut vorbereitet. Oh Mann, und Ben hat eine gute Note und er hat's bestanden und ich, der ihm geholfen hat. Ich habe ihm doch geholfen. Wie kann es sein, dass dann auch meine Klassenarbeit verloren geht? Wie viel Pech kann ich denn eigentlich noch haben? So, also, ja, wofür entscheidest du dich denn? Entscheidest du dich denn für die mündliche Arbeit oder möchtest du nochmal schriftlich nachholen? Nein, also, oh Mann, muss das denn sein? Oh, ja, okay, vielleicht. Na toll. Mann, das ist doch richtig doof. Ja, okay, dann bring ich schnell hinter mir. Dann mache ich die, Ich möchte dann diesen mündlichen Test machen. Einfach diese 10 Fragen. Nicht, dass ich nochmal schreiben muss und wenn ich mich da wieder vertue und ja, keine Ahnung. Was ist denn leichter? Ja, also, das war jetzt ja nicht wirklich deine Schuld. Ich würde sagen, wir nehmen das Wikinger-Zeitalter dran. Das ist ja auch so ähnlich wie Mittelalter und das könntest du bestimmt schaffen. Wenn du das Mittelalter so gut gelernt hast, dann wirst du da auch eine gute Note dran haben. So, alle mal raus, dann kann sich Luis auch besser konzentrieren und keiner kann ihm dann irgendwelche Tipps geben. Oh Mann, was? Wikinger? Oh nein, das habe ich doch gar nicht gelernt. Ich hatte doch Glück mit dem Mittelalter und jetzt? Oh Mann, na toll, ich habe so viel Pech. Ich hoffe, das bestehe ich jetzt auch. Hey Luis, das tut mir voll leid für dich.
ich drück dir wirklich die Daumen. Also, das tut mir auch voll leid, wenn ich wünsche, kann nicht tauschen, weil das ist jetzt, da kannst du nichts für. Ja, danke, das bringt mir jetzt aber auch nichts. Oh Mann, der doofe Lehrer, schon wieder da mal... Ey, schon wieder hat er irgendwas verbockt hier und ich muss das wieder ausbaden. Na toll. Aber, danke, Ben, für deine Unterstützung. Du schaffst das schon, Louis. Ja, Louis, okay, bist du dann bereit für die Fragen? Also ich habe mir jetzt noch ein paar schnell ausgedacht, die solltest du aber auf jeden Fall wissen. Ja, toll, ja, okay, von mir aus kann es losgehen. Also, ich hoffe, die sind nicht so schwer, ihre Fragen. Oh Mann, ich drück Louis wirklich die Daumen. Hoffentlich schafft er nochmal eine 1 oder überhaupt zu bestehen. Also, das ist echt doof gelaufen für ihn. Ja, aber was ich mich frage, ist, warum du nicht einfach mal alleine lernen kannst. Ich meine, warum musstest du alles bei Louis abschreiben? Oh, guck mal, da hinten, da kommt er. Louis, wie ist es gelaufen? Ja, es ist total schlecht gelaufen, Leute. Ich hab nicht bestanden. Also, ich konnte irgendwie keine Frage beantworten. Das ist total doof. Und jetzt muss ich wahrscheinlich die Arbeit nochmal wiederholen. Und nächstes Jahr das ganze Fach wiederholen. Oh Mann, oh, ich will nur noch nach Hause. Ciao, Leute. Oh Mann, das tut mir so leid für dich, Louis. Bis morgen. Mach's gut. Oh Mann, ey. Ich habe keine Lust. Ich bin so demotiviert. Und ich wünschte, der blöde Lehrer hätte nicht meine Arbeit verloren. Ich meine, wie viel Pech kann ich denn noch haben? Louis? Hallo, kann ich mal kurz stören? Alles okay bei dir? Nein, ich bin immer noch sauer wegen dem Lehrer. Ja, Louis, das kann ich verstehen. Also das war wirklich ein wirkliches Unglück bei dem Lehrer, aber das hat er ja auch nicht mit Absicht gemacht. Aber ich bin jetzt auch hier mit den guten Neuigkeiten für dich. Und zwar, er hat deine Klassenarbeit wiedergefunden. Die ist im Auto einfach unter Sitz gerutscht, als er nach Hause gefahren ist. Und auch wenn du den mündlichen Test nicht bestanden hast, hat er gesagt, er zählt da nicht mehr und zählt deine Arbeit. Denn in deiner Arbeit hast du nur 1 geschrieben. Ich bin stolz auf dich. Was? Yay! Er hat die Arbeit wieder gefunden? Oh, das ist richtig cool. Yes, 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 yes. Oh, ich habe nochmal so viel Glück gehabt. Puh, denn ich habe jetzt gedacht, ich muss das Fach nochmal neu wiederholen. Nein, zum Glück nicht. Also, er hat gesagt, du hast bestanden und der mündliche Test, der wird nicht mehr gezählt. Das heißt, du musst nächstes Jahr nicht den Geschichtskurs nochmal neu machen. Yay, das sind voll die guten Neuigkeiten. Danke, Papa. Hey, stopp. Ich habe da noch was für euch. Wollt ihr vielleicht auch Familie Vogel als Hörspiel hören? Dann sucht einfach auf iTunes, Spotify oder Amazon Music nach Familie Vogel oder Spiel mit mir. Da findet ihr viele, viele tolle Hörspiele von uns. Viel Spaß!